und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Entschuldigt, ich muss gerade meine Flasche festhalten, weil mein Hase findet die total leer. Könntest du jetzt mal bitte die... Lässt du diese Flasche in Ruhe? Der findet die gerade so witzig. Das ist jetzt echt nicht zu fassen. Entschuldigt, ich trinke Krumbach. Ja. Ich mache auch Werbung. Ich kriege kein Geld dafür, aber ich werbe auch dafür. Da bin ich... ja. Jetzt habe ich das Risiko, dass gleich hier explodiert. Nee, du hörst du jetzt auf. Was ist denn das mit dir und meiner Flasche hier? Entschuldigt. Gut, eigentlich wollte ich euch was anderes erzählen. Nämlich wollte ich euch auf den neuesten Stand zum Thema. Ja, bin ich eigentlich bescheuert? Warum? Leo, könntest du jetzt mal bitte dich entscheiden? Entschuldigt. Hier gerade echt. Ich merke schon, dass ich selbst so bescheuert bin, weil ich hier gerade auch noch so mit wackel, was ihn magisch anzieht. Aber gut. Ja. Gut. Kommen wir mal zurück zum. Nennt sich das jetzt Arbeitsverhinderungsmaßnahme? Ich hoffe mal nicht. So, also, die Flasche ist jetzt weg. Damit hoffe ich jetzt das Beste. Ja, gut. Ich habe gerade so ein Problem, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mein Hase sitzt gerade hier und ich sehe gerade schon, wie er hier gleich meinen Drehstuhl umschmeißt. Drum. Ja, das ist nicht einfach, sich zu konzentrieren, wenn da jemand einem, wenn er einen ständig rumschnuppert und so einen Druck macht. Gut, dann machen wir es mal so. Ich strecke mal schnell meine Beine aus und dann beschwere ich mit meinen Füßen die Kamera. So, gut. Da habe ich jetzt mal das erledigt. Weiter geht's. Es tut mir so leid. Ich habe nur so, manchmal hat man so seine Problemchen. Zurzeit ist der Leo, er ist wie so ein kleines Kind, ständig. Also er ist gerade sowas von... So ein Mama-Kind, das ist nicht normal. Also, sobald ich mich nur ein bisschen mit anderen Dingen beschäftige, wird er sofort eifersüchtig und dann versucht er, die Sachen umzuschubsen. Oder der attackiert auch meine Mutter zurzeit total schlimm. Also, das ist nicht schön. Also ich verstehe es ja, weil er jetzt, also er hat bald Geburtstag. Es müsste, jetzt ist April, Mai, Anfang Mai. Also wenn ihr das Video seht, ist ja schon der 2. April. Und dann ist es am 16. Mai, wird er schon 4. Da könnte man schon meinen, dass man ein bisschen erwachsen ist. Ja, und jetzt ist er ist gerade irgendwie so, wartet mal schnell. So, dann holen wir dich hier hin. Entscheid dich doch mal. Gut. Ja, also dann. Jetzt geht's. Jetzt hat er gerade wieder keine Lust mehr auf mich. Ich habe es mir gerade verdorben, weil ich ihn in eine für mich nettere Position bringen wollte, damit er mir nicht die ganze Zeit, damit ich nicht Teleskoparme bekommen muss, damit der Hase, um den Hasen zu streicheln. Ja, auf jeden Fall, ich merke gerade schon, dass sich da irgendwie sowas tut. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, weil ich zurzeit ein bisschen gestresst bin oder ob es irgendwie daran liegt, dass Leo da eben wortwörtlich gerade keine Lust drauf hat. Irgendwie so im Sinne von, ich bin gestresst und es nervt mich alles oder so. Oder ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, zurzeit benimmt er sich ganz schlecht manchmal. Aber natürlich kann es auch sein, dass er einfach gerade total die Frühlingsgefühle hat. Das sagt meine Mutter, der Leo, der hat jetzt gerade Frühlingsgefühle. Naja. Es war jetzt nicht geplant, aber ich glaube auch nicht, dass ich jetzt mehr hinbekomme, weil ich gerade sowas von abgelenkt werde von dem kleinen Kerlchen. Sowas von abgelenkt wird man von dir. Ja, sowas von abgelenkt. Ja, dann gebe ich euch das jetzt einfach mal ein Update-Video zu Leo. Gut, machen wir es doch mal so. Update zu Leo. Dann, was gibt es noch? Er liebt immer noch unglaublich Hafer zu fressen. Und wir haben jetzt vor ein paar Wochen, habe ich angefangen, ich koche ja gerade sehr viel. Und da koche ich auch oft mit Karotte oder so Sachen, die er mag. Und
Ich habe jetzt mir so angewöhnt, ich tue immer, wenn ich nehme immer die Reste der Karotte zum Beispielsweise, dann schäle ich die Karotte und dann schneide ich diese Schale, die weg ist, in Streifen und dann lasse ich die trocknen. Und dann hatte Leo getrocknete Karottenstücke, wo man aber weiß, wo es herkommt. Und das ist dann, finde ich, dann viel besser, weil dann kann man, ja, ist einfach in meinen Augen gesünder. Weil dann weiß man wenigstens den Ursprung. Und bald ist es ja so, dass ich gerne ein Hochbeet haben möchte. Und dann werde ich die Karotten und alles noch viel, dann werde ich sie anpflanzen und dann weiß ich noch mehr, was drin ist. Und ja, deswegen fange ich damit an, damit ich für mein Kaninchen mehr oder weniger mehr die Möglichkeit habe, Sachen zu machen, die er braucht. Also die er mag und die er braucht, wie Gurken und Karotten. Und dann aber eben auch genau weiß, wer was dran ist und wie das gepflanzt wurde. Und einfach von A bis Z. Ich überlege ja auch, ob ich euch mitnehme, wenn ich das dann mache. Also so im Sinne von euch. Aber das weiß ich noch nicht, wie ich das machen sollte. Also, da bin ich noch am Überlegen, wie ich das mache und ob ich das mache. Ja, aber ich plane es eigentlich schon so ein, vom Aufbau bis zur ersten Ernte euch vielleicht mitzunehmen bei diesem Projekt. Das wäre auch mal so was für den Sommer. Könnte was sein. Aber ich weiß ja noch gar nicht wo. Ich muss erst mal deutlich ein Hochbeet finden, das zu uns passt und alles. Und das ist ja allein schon eine Aufgabe. Naja. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was bei euch so los ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.outlook.com. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn es hoffentlich ein bisschen konzentrierter geht. Bis dahin, tschüss!